Nun kümmern wir uns um die Abstände zwischen den Zeilen. Du siehst, im Moment sind die Texte sehr kompakt gesetzt, das heißt, es ist ein bisschen schwierig zu lesen möglicherweise. Auch hier haben wir wieder Vorgaben. Der Titel, der soll einfacher Zeilenabstand sein. Das ist die Standardeinstellung. Einfach heißt nichts anderes als 1,0. Und der Absatzabstand vor soll 12 Punkt und nach 8 Punkt sein. Das können wir hier nicht direkt eingeben, sondern müssen das entweder hier wählen oder noch besser, ich mache es lieber gleich bei den Optionen. Da habe ich diese Einstellung für vor, also 12 und das kann man auch numerisch eingeben, 8 für nachher. Beim Text ist der Zeilenabstand 1,5, vorher 0, nachher 6. Auch das kannst du direkt hier eingeben, 1,5. Für den Abstand wähle ich jetzt wieder diese Abstandsoptionen, nach also 6. Dadurch wurde der Text schon deutlich luftiger und vor allem in gedruckter Form dann besser lesbar. Beim zweiten Abschnitt ist der Titel wiederum einfacher Zeilenabstand, vorher 12, nachher 6. Auch das mache ich, indem ich wieder Zeilenabstandsoptionen wähle, vorher 12, nachher 6. Im Text drin soll der Abstand vorher und nachher 0 sein, der Zeilenabstand 1,4. Dafür soll der erste Einzug 0,4 cm betragen. Was das heißt, zeige ich dir gleich. Auch hier wählen wir wieder die Zeilenabstandsoptionen, weil 1,4 kann ich nicht in dieser Liste wählen. Da wähle ich jetzt mehrfach und tippe diese Zahl rein. Das heißt nichts anderes als, dass der Abstand der Zeile das 1,4-fache der Schriftgröße betragen soll. So die Grundregel ist, der Zeilenabstand soll 120% betragen mindestens. Das wäre also 1,2. Oder mit einem Beispiel noch veranschaulicht, bei einer Schriftgröße von 10 Punkt müsse der Zeilenabstand 12 Punkt sein. Jetzt, wie gesagt, vor und nachher soll es keinen Abstand geben, aber die erste Zeile soll eingerückt sein. Das wählen wir hier bei Sondereinzug und da wählen wir nun 0,4. Das sieht nun so aus. Das hast du sicher auch schon in Büchern gesehen. Damit man einen neuen Absatz besser erkennt, wird einfach die erste Zeile etwas eingerückt. Ja, und beim letzten Abschnitt ist es wieder mehr oder weniger konventionell, also einfacher Zeilenabstand vorher 12, nachher 8. Für den Titel. Und im Text dagegen haben wir nun einen Zeilenabstand von genau 14 Punkt und nachher 6. Also nachher 6 und da wählen wir jetzt genau und wählen hier 14 Punkt. Diese Einstellung hat den Nachteil, dass wenn du nachträglich die Schriftgröße änderst, dann verschiebt sich möglicherweise dieses Verhältnis ein bisschen ungünstig, weil dieser Abstand nun fix eingetragen ist und nicht mit der Änderung der Schriftgröße mitwächst.